Hey Leute, Kevin hier. In dem Video schauen wir uns mal ein bisschen genauer an, warum denn eigentlich Ethereum auf diese Version 2.0 umgestellt wird, wann die Umstellung stattfindet und drittens auch, was das für dich als Investor tatsächlich bedeutet. Aber lass uns wie immer mal ganz vorne beginnen. Ethereum ist primär dafür bekannt, dass es eine weltweite Plattform sein soll für dezentrale Applikationen, sogenannte dApps. Allerdings hat Ethereum auch schon seit 2017, also rund 2 Jahre nach der Einführung, mit Skalierungsproblemen zu kämpfen, weil eben die Anzahl der Nutzer und die Anzahl der Applikationen deutlich schneller gewachsen ist, als die Technologie tatsächlich mithalten konnte. Und das hat eben in der Vergangenheit schon dazu geführt, dass erstens manche Transaktionen Tage gedauert haben, bis die tatsächlich ankamen, und zweitens auch, dass die Transaktionsgebühren so hoch waren, dass es sich für manche Entwickler schon gar nicht mehr gelohnt hat, auf die Ethereum-Plattform zurückzugreifen. Und genau deshalb wird Ethereum auf diese Version 2.0 umgestellt. Und zwar mit dem Update, was auch unter Serenity bekannt ist. Das heißt, von der Grundfunktion, vom Grundzweck, bleibt Ethereum nach wie vor dasselbe. Das einzige, was das Update tatsächlich löst, ist dieses Skalierungsproblem. Und nicht so, wie man teilweise im Internet liest, dass dieses Update dient, um irgendwie den Stromverbrauch zu reduzieren oder so auch Ethereum gleichzeitig sicher machen. Das ist mehr so ein Mythos oder beziehungsweise eher falsches Marketing. Das Update an sich bringt insbesondere 2 Änderungen mit sich. Und zwar erstens, dass man den Konsensusmechanismus auf Proof of Stake umstellt. Denn derzeit beruht es noch auf Proof of Work. Und Proof of Work bedeutet im Prinzip nur, dass Miner ihre eigene Rechenleistung zur Verfügung stellen müssen, dann irgendwelche schwierigen mathematischen Rätsel lösen, dadurch dann auch entlohnt werden mit einem Mining Reward und so eben diese ganzen Blöcke in der Blockchain bilden. Oder anders ausgedrückt, dass sie eben Strom verbrauchen, um Transaktionen zu bestätigen und das Netzwerk sicher zu halten. In Zukunft soll das jetzt wiederum aufs Proof of Stake umgestellt werden. Und das bedeutet, dass du jetzt hier nicht nachweisen musst, dass du Arbeit, also Work geleistet hast, sondern tatsächlich nur, dass du Stake hast, also einen eigenen Anteil. Also wenn du so willst, dann ist Proof of Stake nur so eine Art finanzielles Commitment, denn diese klassischen Miner, so wie du es bei Bitcoin kennst, die wird es in Zukunft nicht mehr gehen. Stattdessen gibt es sogenannte Stakeholder, also Leute, die ihre eigenen Coins, ihren eigenen Anteil zur Verfügung stellen und dadurch das Netzwerk sicher halten. Und das hat eben den großen Vorteil, dass die ganzen Blöcke deutlich schneller validiert werden können und dadurch eben deutlich mehr Transaktionen möglich sind. Jetzt, was für Nachteile die Umstellung hat, die vernachlässige ich mal an der Stelle. Aber seid ihr dessen bewusst, dass damit eben ein ganzer Rattenschwanz an Konsequenzen mitgezogen wird. Und die zweite große Änderung, die das Update mit sich bringt, ist, dass auf sogenannte Shardchains umgestellt wird. Weil derzeit ist es beispielsweise bei Bitcoin als auch bei Ethereum so, dass es nur eine Kette mit Blöcken gibt, um die ganzen Transaktionen zu validieren. In Zukunft soll es allerdings so sein, dass es eine Hauptkette gibt, die sogenannte Beacon Chain, und die ist eben primär für die Koordination verantwortlich. Zusätzlich zu dieser Hauptchain, zu dieser Beacon Chain, soll es aber noch ganz viele verschiedene Shardchains geben, also wenn du so willst, parallele Blockchains. Und das kannst du dir in etwa vorstellen wie so eine Art Schnellstraße. Denn anstatt jetzt nur eine Spur zu haben, wie derzeit bei Ethereum und Bitcoin, wird es dann entsprechend 2, 3 oder wie bei Ethereum ganze 64 Spuren geben. Und das bedeutet wiederum, dass du erstens deutlich mehr Transaktionen machen kannst, weil eben deutlich mehr Blöcke zur Verfügung stellen, wo man die ganzen Transaktionen drin speichern kann. Und zweitens auch, dass diese ganzen Transaktionen deutlich schneller bestätigt werden können. Warum? Weil man in diesen Blockchains natürlich auch parallel arbeiten kann. Also anstatt, dass jetzt alle in einer Kette arbeiten, kann der eine hier arbeiten, der andere hier, und dadurch wird das Ganze deutlich schneller bestätigt. Aber wann genau wird jetzt auf Ethereum 2.0 umgestellt? Nun, die Umstellung, die hat sogar teilweise schon begonnen. Denn anstatt jetzt von heute auf morgen alles plötzlich umzustellen, tut man die Umstellung in 4 verschiedenen Phasen machen. Die erste Phase, da sind wir schon dahinter, und zwar wurde im Jahr 2020, Ende 2020 um genau zu sein, diese große Beacon Chain schon implementiert. Ursprünglich war im Übrigen auch geplant, dass die ganze Umstellung bis Ende 2021 fertig sein soll. Das hat sich allerdings herausgestellt, dass es vielleicht ein bisschen zu optimistisch war. Denn aktuell sind wir noch nicht einmal in Phase 2. Denn Phase 2 ist die, dass tatsächlich zusätzlich zu dieser Beacon Chain diese ganzen parallelen Shardchains implementiert werden. Da sind wir allerdings noch nicht, und laut der Ethereum Webseite soll das erst irgendwann 2022 der Fall sein. In der dritten Phase, da finden jetzt die größten Änderungen statt. Denn was man da im Prinzip macht, ist, dass man die derzeitige Ethereum Blockchain nimmt und zu einem dieser Shardchains macht und gleichzeitig auch von Proof of Work auf Proof of Stake umstellt. Und das soll angeblich auch irgendwann 2022 der Fall sein. Wenn du mein Bauchgefühl fragst, ich würde eher sagen, irgendwann Anfang 2023. In der vierten
vierten Phase, da tut man dann alles verbinden, was man zuvor schon implementiert hat, und gleichzeitig tut man auch ermöglichen, dass man auf diesen einzelnen Shardchains auch Smart Contracts laufen lassen kann. Also wenn du so willst, dann bringt man die PS, die man geplant hat, jetzt dann tatsächlich auf die Straße. Okay, dann lass uns jetzt noch zum Schluss die Investorenbrille aufziehen. Denn was konkret bedeutet das für dich und dein Investment? Langfristig wirkt sich das Update höchstwahrscheinlich sehr positiv auf den Preis aus. Warum? Weil dadurch die ganze Plattform an Attraktivität für die ganzen Entwickler gewinnt und dadurch natürlich auch der Nutzen steigt. Jetzt kurzfristig gesehen ist das Ganze enorm risikoreich. Denn warum? Es gab sowas noch nie zuvor. Es ist was komplett Neues, was noch nicht erprobt wurde. Denn in der Praxis heißt natürlich auch jedes einzelne Update, dass nur ein kleiner Fehler im Code ausreicht, dass es irgendeinem Hacker gelingt, da irgendwie eine Lücke zu finden und Geld zu stehlen. Und by the way, das ist auch nicht das erste Mal bei Ethereum. Vor 3 Jahren kam es ebenfalls schon mal dazu, da wurden rund 30 Millionen gestohlen und der Preis extrem gecrashed. Also kurzfristig gesehen solltest du definitiv eine dicke Haut mitbringen und dich im Worst Case darauf gefasst machen, dass Ethereum so 70-80% mal fallen kann. Persönlich bin beispielsweise seit März diesen Jahres nicht mehr in Ethereum investiert und das liegt ganz einfach daran, dass es mir persönlich ein bisschen zu risikoreich wurde. Denn im Vergleich zu Bitcoin, das so stabil dasteht wie noch nie zuvor. Das kann sich allerdings in der Zukunft auch irgendwann wieder ändern, denn ich bin ganz gewiss kein Bitcoin-Maximalist. Im Gegenteil, ich bin Fan von allem, was uns Menschen mehr Freiheiten gibt. Damit sind wir auch schon am Ende von dem Video. Wenn du jetzt noch mehr Videos rund um die Themen Bitcoin als auch Ethereum sehen willst, dann wäre es richtig cool, wenn du den Kanal unterstützen würdest. Das kannst du tun, indem du erstens den Kanal abonnierst, zweitens ein Like da lässt und drittens, wenn du irgendwelche Fragen hast oder auch Videowünsche, schreib die mir gerne unten in die Kommentare, dass ich die fürs nächste Mal mit berücksichtigen kann. Also hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Mach's gut.